Die dritte Generation des Mini Cooper trägt erstmals einen Dreizylinder unter der Haube. Mittels Turbolader leistet er 136 PS. Der Preis? 22.600 Euro. Der Mini bleibt dem 60er-Jahre-Retro-Design treu. Runde Scheinwerfer, Zweifarblackierung und viel Chrom sind typische Merkmale des Münchner Exilbriten. Mit gut 3,98 Meter in der Länge überragt der Fünftürer seinen dreitürigen Bruder um rund 16 cm. Der Radstand wächst dabei um 7 cm auf 2,56 Meter. Der 1,5 Liter Dreizylinder hier im Mini, der geht mit seinen 136 PS eigentlich durchaus quirlig zur Sache. Vielleicht bremst ihn so ein bisschen in seiner Spontanität die Automatik. Auch wenn die ganz gut funktioniert und meistens die richtigen Gänge sortiert, der Handschalter ist halt immer noch eigentlich hier das, was man wählen sollte, wenn man Wert auf Fahrspaß legt. Und auf Sparsamkeit. Mit Automatik gönnt sich der Mini im Schnitt einen halben Liter mehr auf 100 Kilometern als mit manueller Schaltung. Das ist tatsächlich nicht unbedingt ein Topwert in dieser Klasse. Für 136 PS geht es aber noch in Ordnung. Vielleicht entschädigt ja das Handling für die häufigen Besuche an der Zapfsäule. Fahrdynamik zählt schließlich seit den 60er Jahren zu den großen Stärken des Mini. Man versucht das auch tatsächlich immer noch beizubehalten. Man legt die Lenkung sehr straff und direkt aus. Man gibt ihm ein Fahrwerk an die Hand, das immer so ein bisschen leicht hoppelig abgestimmt ist. Das soll sich schnell anfühlen. Aber ganz ehrlich, der Mini ist in dieser Generation sehr groß geworden und damit fühlt es sich einfach nicht mehr so sportlich und agil an, wie das die erste und die zweite Generation getan haben. Knapp 1,3 Tonnen bringt der fast voll ausgestattete Testwagen auf die Waage. Rund doppelt so viel wie sein legendärer Urahn. 230 Newtonmeter sorgen dennoch für flottes Vorwärtskommen. Die Sitze im Mini, die sind eigentlich richtig gut. Der Mörder-Seitenhalt lassen sich ganz gut einstellen. Trotzdem findet man nicht so leicht die richtige Sitzposition in diesem Auto. Auch wenn sich das Lenkrad vielfältig einstellen lässt. Hier mit den Armauflagen, das fühlt sich immer sehr beengt ein. Und auch das Lenkrad, das ist zwar kompakt und fühlt sich hochwertig an, aber man liegt so in dieser normalen Stellung auf den klavierlackierten Flächen auf mit den Daumen. Das ist nicht so wirklich prall. Im Innenraum bestätigt der Mini einmal mehr seinen Ruf als Designerstück. Vorherrschendes Gestaltungselement, der Kreis. Viele verchromte Details sorgen für einen klassischen Look. Sportsitze und Lederlenkrad sind bei der Chili Line serienmäßig an Bord. Was man dem Mini natürlich zugutehalten muss, ja, er ist teuer, aber ja, er sieht auch so aus. Man hat hier immer schön Chrom und lackierte Elemente. Wie gesagt, diese Schalterchen hier oben sind auch noch chromiert. Da hat man sich beim Durchstylen richtig Mühe gegeben. Und in dieser Klasse kann das kaum einer so gut wie der Mini. Ob das auch für die Fahrleistungen gilt? Der Mini tritt zum Sport auf 100 an. Dann bremsen wir ihn mal kurz fest und die Drehzahl pegelt sich bei 2,5 ein. Ein bisschen Wheelspin bis in die Motorlage, wo das durchschlägt. 6000 Umdrehungen, 80 km/h und 100. In sportlichen 8,4 Sekunden knackt der Brite mit den bayerischen Genen die 100 km/h-Marke. 17 Zoll Felgen und 205er Reifen von Pirelli verbinden Auto und Asphalt. Zeit für einen Stresstest. Und Anker werfen. Ja, das ging schnell. 35,4 Meter sind ein respektabler Wert für einen Kleinwagen. Ich würde mir den Mini kaufen, weil er immer noch ein kultiges, vor allem designlich kultiges Objekt ist. Dieses ganze verspielte, ich blink mal hier und glänze dort Ding mit Union Jack Rückleuchten, das ist schon mächtig stylisch. Ich würde mir den Mini nicht kaufen, weil er sich trotzdem einfach zu weit von seiner DNA entfernt hat. Er ist
1,3 Tonnen schwer, viel zu groß für einen Mini, vor allen Dingen als Fünftürer. Und deswegen, was haltet ihr von dem Mini? Ist der tatsächlich einfach nur noch so ein Retro-Überbleibsel oder ist er immer noch ein richtig cooles Auto? Postet's hier unten.